Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2, wo es diesmal weitergeht mit, ich vermute, einer nicht ganz unspannenden Folge. Es sieht nämlich aus, als wäre hier gleich etwas Großes am Werk. Ach, schau an, Ellie ist da. Dann sammle ich erst noch ein bisschen was ein. Und zwar, dass ich so von hier aus packen kann. Und ich glaube, das war's. Deswegen sage ich jetzt mal. Oh, da hinten liegt da was. Und zwar liegt da noch. Alter, ich will da hin. Ein Energieknoten. Schön. Ich sag mal kurz Ellie hallo. Isaac, da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Struss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie Struss nicht, um den Marker zu zerstören? Struss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Ich denke auch, die ganze Zeit ist schon auch ein bisschen unfair, oder? Sie läuft da so mehr oder weniger nackt rum mit ihrer roten Rig und wir erfreuen uns bester Gesundheit, haben Medipacks im Überfluss und geben mir nichts davon ab und haben einfach richtig heftige Anzüge und alles und unglaublich. Der Isaac ist schon so ein... Der kann einfach nicht teilen, der Mann. Unglaublich. So, wir sehen uns nach der anderen Energiezelle um. Wow. So, da schmeiße ich jetzt aber doch Sachen drauf, weil das sind ja recht viele Minen und die sind alle am Boden. Da kann man ruhig was draufschmeißen und zwar... War hinten nur ein Deckel gerade? Zweiter? Da ist er doch. Schau an, schau an. So. Und das war's? Schaut gut aus. Okay, ich glaube, hier gibt es eine Energiezelle. Ich schmeiß die nur mal nach... Bin ich gerade erschrocken? Ich schmeiß die nur mal nach da drüben. Ich will mich erst nach oben umschauen. Ich glaube, da gibt es noch was. Aha. Ja, da gibt es noch was. Nochmal ein paar Medipacks. Wir haben ja erst 4 jetzt. Also praktisch nichts. Und es sind ja bloß noch mittlere. Also bitte. Okay, hier kriege ich noch einen Halbleiter. Und dann mal kurz gucken, wie viel Platz habe ich noch im Inventar. Ja, noch 5 Stück. Okay, das sollte eigentlich ausreichend sein. Es ist nicht übermäßig viel, aber ausreichend sollte es sein. Kann ich hier rüberfahren? Und wenn ja, was tue ich da drüben? Ich habe Angst, dass da es rein... Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da jetzt rüberfahre. Soll ich da rüberfahren schon? Ich fahre da mal rüber. Ausgeht sogar verhältnismäßig schnell. Ich hätte jetzt eigentlich darauf gewettet, dass da was passiert. Ist der tot? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, sieht tot aus. Okay. Aber ich könnte trotzdem mal beim Plasma-Cutter bleiben. Einfach weil es momentan für uns die stärkste Waffe ist. Mit der meisten Munition. Es war echt dumm, die Strahlenkanone zu verwenden, wenn ich dann nur noch 16 Schuss habe. Und was ist hier? Hm, irgendwie nix, okay. Ja, super, hat sich also gar nicht gelohnt, hierher zu gehen, oder wie? Ach doch, hier ist irgendwas. Was ist das denn? Was ist das denn? Platine. Dann nehme ich die mal an mich. Gefunden. Ich habe wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Nachtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, haben wir gerade ein bisschen vorgegriffen in der Story.
Ich glaube, wir hätten es erst holen sollen, nachdem wir die Energiequelle da reingeschraubt haben. Aber ich kenne ja auch nichts dafür, wenn ich mich erst umgucke. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich angegriffen oder so. Und hätten dann wahrscheinlich im Gefecht eigentlich darüber müssen. So. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Was? Verstehe nicht. Okay. Haben wir ja schon gefunden, also alles gut. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Natürlich. Vielleicht muss es auch neu verdrahtet werden. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Nichts. Ach ja, ein Glück, dass wir uns so gut auskennen. Es ist immer schön, einen Mechaniker zu kennen. So, Aufgabe erfüllt. Geschafft, ich hab das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Was? Halt, 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 halt! Alter! Oh nein, Kinder! Alter, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen wegstellen. Wir sind natürlich noch von irgendwas erwischt. Alter! Ist das böse. Au, au, das war knapp. So, drauf, drauf mit dir. Habe ich alles? Okay, ich hab's geschafft. Okay, mal sehen, oh nein. Das, Baby drauf. Das sieht so nach Arena aus. Na, herrlich. Okay. Ich mache hier mal schon mal bereit. Alter, wir sollen ein bisschen hier konzentrieren. Wehe, hier kommen Sachen. Ich glaube, hier kommt was. Ich liebe meinen Plasma-Cutter, habe ich das schon mal erwähnt? Ach, wir immerhin zerschnetzeln wir auch schon ein paar beim Fahren. Ich bleibe trotzdem in meiner Bewegung. Ich weiß mich nicht, von wo die kommen. Ich glaube, es gibt hier keinen optimalen Platz. Ich sollte, glaube ich, auch nicht zu weit nach vorne gehen. Fällt mir gerade. Oh, guck mal, da gibt es Sachen zum Einsammeln. Ich sollte, glaube auch nicht zu weit nach vorne gehen. Oh, guck mal, hier hat's. Sehe ich da oben was? Da ist noch einer. Bums. Ha, geil. Das gefällt mir jetzt. Okay, hier ist sonst noch irgendwas? Nein? Ich sehe gerade nichts. Was aber nichts... Natürlich. Sag ja, was nichts heißen mag. Ah nein, das wollte... Halt, halt, komm her. Einmal nachladen und wahrscheinlich kriegen wir es von hier wieder Besuch. Moment! Da ist noch viel mehr von dem Zeug! Sorry! Von dem Zeug? Scheiße, habe ich gerade was von. Oh! Alter, ach, da oben, Alter, ich hasse euch. Lass mal keine Munition, sehr gut. Halten Sie sich von den Wänden fern? Was ist in der Kabine, du Arsch? Kann ich nicht einsammeln. Ach, kacke, ich hätte...
Ey, du glaubst ja, was ich gerade froh bin, dass ich so Munition gekauft habe noch. Und es ist, mir fällt es immer erst so im Nachhinein auf, aber ich kann es auch nicht ändern, ehrlich gesagt. Also eigentlich ist egal, aber ich bin in so Passagen wie jetzt gerade, so Arena, ich bin immer total still. Es tut mir leid, aber ich kann einfach nicht nebenher quatschen. So. Ah ja, ich habe immer noch viel Munition, sehr schön. Ah, ich glaube, wir sind durch. Da vorne sehe ich schon eine große Tür. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Wie haben wir hier von euch? 28, ihr bleibt mal bei dem noch. Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? 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 Kaboom. Unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, Ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Na herrlich. Kapitel 13. War Kapitel 12, war ein kurzes Kapitel. Wir sind im Regierungssektor. Wir haben es geschafft. Und fahren aber mit dem Bohrer durch die Wand. Ich glaub's ja nicht. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt deinen Systemcheck. Okay. Und das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe... Ah, oh, guck mal, ein Energieknoten. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind im Regierungssektor noch keine Necromorphs. Bis jetzt. Aber wir bringen die gerade hierher. Habe ich das richtig verstanden? Wo geht's eigentlich hin? Ich dachte, hier geht's weiter. Aber, ach so, der Quatsch, da muss ich lang. Okay, oder? Ja, ja, da muss ich lang. Ach so, entschuldige. Das heißt, die ersten paar Minuten werden ein bisschen ruhiger sein. Zusatzsysteme fahren hoch. Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Bastard. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann mich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole.
Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Ich weiß nicht mehr, ob das gegangen wäre. Wahrscheinlich nur in seiner Psyche. Und... nicht, welche Vorsehungslücke wagt, aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Die würden den Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Da kann uns jemand ganz und gar nicht leiden. Aber ich verstehe nicht, warum der seine Ressourcen so drauf verwendet, gegen uns zu arbeiten, statt dass er sich drum kümmert. Oh, interessant. Statt dass er sich drum... Warum habe ich das im Inventar? Achso, im Inventar habe ich das. Ja, ja, passt. Verkaufen. Und verkaufen. Alter, ich habe das alles im Inventar. Verkaufen. Nee, bewegen. Und bewegen. 4 Stück behalte ich mal. Das halte ich für ganz gut. Ich verkaufe mal noch das da. Dann habe ich hier noch über 100 Schuss. Das denke ich ist okay. Die mache ich gegen Ende frei. Und kaufen tue jetzt auch nichts. Das ist ja Jacke wie Hose. So, einmal speichern. Warum verwendet er seine Ressourcen darauf, gegen uns zu arbeiten? Warum hilft er uns nicht? Oder warum klärt er nicht wenigstens, wo das Problem ist? Oder keine Ahnung. Der wollte uns schon von vornherein töten. Ich glaube, wir hätten gar kein Problem, wenn der einfach mit uns geredet hätte, der Mann. Oh oh. Was? Jetzt sagen, muss ich erst nochmal hochfahren oder was? So. Auf nach unten. Und dann latschen wir mal langsam Richtung. Langsam, genau. Latschen wir mal langsam Richtung Mama Marker. Oh nein, sie sind schon da. Ich dachte, wir hätten mehr Ruhe vor denen. Die brauche ich gegen die Schnellen, die Schwarzen. Oder gegen die da. Nein, gegen die wäre es besser gewesen. Kacke. Alter, was, Schwarze? Was? Nachladen. Da ist noch einer. Alter, du bist auch noch da. Langsam reicht jetzt schon wieder. Lag. Alter, hier lag doch keiner einer. Ich glaube, im ersten Teil sind nicht so schnell die Kate. Da waren die, glaube ich, alle länger da. Das klingt ganz und gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel davon Hintergrundgeräusch ist, wie viel davon wirklich zu uns gelangen kann. Oh, Energieknoten. Ich hoffe allerdings, dass nicht so viel zu uns gelangen kann. 4 Energieknoten, einen brauchen wir noch. Und dann können wir uns bei der nächsten Bench... unsere Rig können wir uns nochmal upgraden. In Klammern lassen. Oh, ich hab's gehört. Wo? Ach da, direkt vor mir. Und da war noch was. Da oben.
Alter! Ich habe ja noch nie so schlecht geschossen. Bis auf das letzte Mal, wo ich das gesagt habe. Aber wo geht's denn weiter? Scheiße. Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Verdammt. Ich dachte, ich müsste hier durch. Aber wie mache ich das auf? Oh! Da habe ich aber einen Glück gehabt, glaube ich. Ich glaube, ich hätte dich jetzt ewig gesucht, wenn ich das nicht zufällig gefunden hätte gerade. Ah, sehr gut. Und jetzt geht's durch, ne? Immer noch kein Wegpunkt. Na gut, immer noch kein Wegpunkt. Ich würde es auch gern wieder zumachen. Ginge das? Ich bin auch einfach begabt. Ich muss es nur aussprechen. Überall Kameras? Sind das Polizisten? Also sind es deine Sicherheitsleute oder ist das... Hallo? Ist das... Wände? Hallo? Ich traue mich da nicht hin. Was ist das? Das sind doch bestimmt... Ihr Werkzeug? Ist ein Plasmakater, er hat nicht ganz Unrecht. Vielleicht ist er tot, ich... Ich glaube, die sollten eigentlich erst auf mich schießen oder so. Und die sollte dann entkommen. Vielleicht ist er tot. Lauf nach links weg, vielleicht ist er tot. Ich glaube, ich spiele das Spiel einfach zu unvorhersehbar. So. Gehen wir mal hier durch. Die ziehen weiterhin auf nichts. Und ich glaube, wir kriegen gleich Besuch von Necromorphs. Da ist noch zu. Also muss ich nach oben. Kein Wegpunkt. Was ist das denn für eine... Ich glaub's ja nicht. Ich benutze das Ding so selten, in Anführungszeichen. Und krieg dann keine Wegpunkte angezeigt. Wo sind wir denn? Ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da hoch und da rein. Aber was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.